Polizisten wurde sie gar nicht bemerkt. Niemand schreibt jetzt mehr etwas anderes als Versionen der Variations 1 von Cage. Das machen alle. Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Nur sie wissen nicht, dass sie es machen. So beschreibt Heinz Klaus Metzger die Lage, mit der sich um 1958, wie es sich nach 1958 darstellte, in der zugleich seine Verwunderung über das Tohuwabohu mitschwingt, das er registrierte und das sich eher zur Satire eignete. In der ausführlichen Fassung lautet Metzgers Resümee, dass es Cage einzige Komposition ist, die dermaßen indeterminiert ist, dass alle Musik, die jemals komponiert oder nicht komponiert werde, und alle Musik, die heute komponiert oder nicht komponiert wird, und die Musik, die in Zukunft komponiert oder nicht komponiert werden wird, nichts anderes sein kann als eine Version der Variations 1 von Cage. Im ersten Cage-Sonderband der Musikkonzepte finden sich auf Seite 85 drei Kopien der Linienkonstellationen der Variations 1 von 1958, die von 6 transparenten Quadraten herrühren, von denen 5 jeweils 5, also 25 schwarze Linien enthalten und eines Punkte von unterschiedlicher Größe. Zu diesem Stadium oder in diesem Stadium der Komposition verfügte Cage also über insgesamt 25 Linien und eine Anzahl von Punkten oder auch Noten. Offenbar ging es aber zunächst ausschließlich um die Linien, um unterschiedliche Linienkonstellationen. Die zeigen jedenfalls die drei erwähnten Kopien. Zwei davon sind weiträumig angelegt, eine dagegen ist länger besetzt. Handelt es sich um Zeichnungen, könnte man
sie auch als ineinander geschachtelte Wohlkörper vorstellen. Unwillkürlich verlängert man die Linien auf dem Papier zu langen Stangen und ordnet sie haarig an. Dann ist hier die dritte von fünf Linien immer auch zugleich die, welche außerhalb des Liniengefüges ist. Doch als Stange ist sie derart auch musikalisch relevant. Obwohl Keats frühe Notation auch über Punkte verfügte, die verschiedener Größe verfügt, kommt es doch entscheidend auf die Linie an. Und das heißt auf die Bedeutung der Linie und der Linien an. Sie wäre zu klären.